Tränenreiche WM-Niederlage, Handball knackt Zuschauerrekord. Der Traum vom obersten Treppchen im eigenen Land ist für unsere Handballer geplatzt. Die Jungs von Nationaltrainer Christian Prokop, 40, verloren gestern im Halbfinale gegen Norwegen 25:31 und damit ist ihnen die Hoffnung auf den Sieg bei der Handball-WM genommen worden. So kurz vor der Ziellinie aufgeben zu müssen, fiel Silvio Heinevetter, 34, Patrick Bambam Wienseek, 29, und Co. Sichtlich schwer, bei den Spielern flossen dicke Krokodilstränen. Doch das Team hat dennoch Grund zur Freude, knapp 12 Millionen Zuschauer sahen das Match, ein absoluter Quotenrekord. Die offizielle Auswertung könnte die Mannschaft ein wenig über die Niederlage hinwegtrösten, noch nie fieberten die Deutschen so sehr mit wie am gestrigen Tag. 11,91 Millionen Zuschauern bescherten der ARD einen Marktanteil von 35%, die erfolgreichste TV-Sendung am Freitag. Zwar konnten sich die Publikumszahlen der vergangenen Spiele mit rund 10 Millionen auch sehen lassen, doch so ein Top-Ergebnis wie das gestrige ist im aktuellen Turnier bisher einmalig. Besonders stark, sogar 520.000 Kinder zwischen 3 und 13 Jahren durften bis Abpfiff aufbleiben, um den Nationalkader vom Sofa aus anzufeuern. Das Rennen ums Treppchen ist allerdings noch nicht vorbei, morgen um 14.30 Uhr kämpfen die deutschen Handballer gegen Frankreich um Bronze. Kapitän Uwe Gensheimer, 32, zeigte sich gegenüber Bild angriffslustig: "Wir haben noch ein Spiel. Und das wollen wir erfolgreich gestalten und uns Platz 3 und die Medaille holen", beteuerte der 32-Jährige.